Das letzte Rennen des heutigen Tages ist ein Rennen, das mich etwas ratlos zurücklässt. Herr Richter, bleiben Sie bei mir. Sie flüchten schon. Sieben Pferde am Start, die Nummer 7 ist nicht dabei. Gunther Richter hat Fouquet gesattelt. Ja, das ist ein Pferd, so ein bisschen die Wundertüte für mich. Er hat in Magdeburg gewonnen, ein Rennen, was auf dem Papier sehr übersichtlich besetzt ist. Läuft das erste Mal in einem Ausgleich mit einer relativ hohen Einschätzung. Wie sehen Sie das? Ja, das ist genau richtig. Also 56er Marke hätte ich gedacht, auch 59 ist vielleicht doch ein bisschen hoch. Was kann das Pferd denn? Ja, er ist noch nicht fertig. Sie hat sich angeboten jetzt, aber er ist in seiner Entwicklung noch nicht fertig. Sie haben einen relativ kleinen Stall, der aber gar nicht so schlecht agiert im Moment. Sie haben ein Dreijährigenrennen gewonnen mit Montpetit, mit Fouquet gewonnen. Also ganz verkehrt läuft es nicht. Ne, das ist richtig. Also wir schauen mal, wie der läuft. Also wahrscheinlich haben Sie auch den Handicapper. Das ist ja derjenige, der diese Gewichte einteilt, schon beschimpft. Das habe ich nicht gemacht. Aber nach dem Rennen. Das kann passieren. Oder das Pferd gewinnt, wir werden es gleich sehen. Hals und Bein, Gunther Richter, Miki Canedo schwingt sich da in den Sattel. Also wie gesagt, eine absolute Wundertüte, dieses Pferd, das ein Rennen in Magdeburg sehr leicht gewonnen hat. Aber so ganz viel war da nicht drin. Ja, was können wir...